Hello. Hello. So, Leute, willkommen zurück zu Oddworld New and Tasty. Oh, hier am letzten Part haben wir schon ganz schön viel geschafft von Paramonia, sind hier bereits bei den Fackeltüren angelangt und diese wollen wir in diesem Part weiterhin lösen, um uns die zweite Narbe zu verdienen. Und ich bin schon jetzt extrem gespannt darauf, weil ich unbedingt sehen möchte, wie der Schreikall hier aussieht. Aber sowas von extrem. So, ja, der erste Raum hat es schon deutlich in sich, wie wir gemerkt haben. Gucken wir mal, wie es hier war. Ich weiß auch, dass ich hier früher relativ große Aufnahmeprobleme hatte in einem Raum, weil hier so extrem viele Steine vom Himmel gefallen sind. Badabadam. Reagiert er drauf? Nee, ich glaube nicht, oder? Der Ape fängt an zu leuchten, aber nein, sieht nicht so aus. Ich muss den vielleicht drüber locken? Er sieht mich auch gar nicht, wenn ich hier stehe. Hi. Okay. Ein Versuch war es wert. Sind das Schatten? Also kann ich da drin stehen? Der sieht mich nicht. Nee, das wäre irgendwie ein bisschen komisch, oder? So, bleiben wir mal hier stehen und gucken. Da sind zwei Slicks vor allem. Mhm. Also kann ich besser sehen. Sehr gut. Mhm. Ja, irgendwie. Na, das ist natürlich jetzt ein ganz schlechtes Muster. Ich glaube echt, dass ich die irgendwie zu mir locken muss. Jetzt habe ich ihr Muster ein bisschen verändert. Nee. Okay. Da kann ich irgendwie in die Hintergrund eventuell. Ich glaube, ich muss die einfach echt herlocken. Hi. Oh, dang it. Ja, gut. Das hätte wahrscheinlich funktioniert, aber ich habe leider da oben die Kante nicht getroffen. So. Machen wir das Ganze nochmal. Hi. Jetzt kommt er natürlich nicht mit. Das war nix. Das war auch nix. Von normal runtergehen. Irgendwie. Hallo. Na komm. Ja, ich habe keine Ahnung, was die von mir erwarten, ehrlich gesagt. Das klappt ja nicht. Das haben wir schon ausgemacht. Komm her. Komm, 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 komm mit. Komm, 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 komm. Bleib da nicht stehen. So. Okay. Wieder mal fällt natürlich jetzt der Spruch, den ich oft bringe. War das so gedacht? Genauso, wie ich es gerade gemacht habe? Na, ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht, aber ist lustig. Ist mir gar nicht so aufgefallen, bis ihr es mal angesprochen habt, dass es echt so ein Oddworld-Theme ist. Also, sobald ich Oddworld spiele, dieser eine Satz, war das so gedacht? Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass er so gedacht war. Irgendwie lustig, aber das ist ja das Schöne bei dem Spiel. Man kann die Dinge auf so viele verschiedene Arten machen. Oft gibt es auch eine einfachere Lösung als die, die ich hier mir da ausdenke. Aber immer wieder herrlich. Oh, guck mal, das ist die Fledermaus. Au. Und die Fledermaus hat mich genatzt. Why do birds suddenly appear? Lass er 15 einzigartige Weisen ins Leben kommen. Sehr cool. So. Was? Ach, komm schon. Oh, ja, das war. Da hat er mich genau so oft getroffen. Was? Ey. So weit habe ich nicht zurückgespult. Der war auch ein blödes Timing, muss man mal sagen. So. Schön. Why do birds suddenly appear? Wunderbar. Da ist ein Slog. Wieso habe ich das Gefühl, dass der aufwachen wird? Aber wisst ihr was? Ich werfe einfach da hinten auf die Bienen drauf. Quatsch. Oh. Hi. Das war richtig stumpf gerade. So. Irgendwie einer der besten Tode bisher.
So. Gucken wir nochmal. Was haben wir da jetzt schon wieder? Otz und Rocker. Wirf einen Stein so an die Wand, dass er danach auf einer Mine landet. Für was man nicht alles Erfolge kriegt, nicht wahr? So, kein Paramite bisher. Wird scheinbar auch nicht mehr kommen. So, ich brauche aber nochmal hier volle Steine quasi. So. Okay. Ich glaube, hier hing ich damals auch eine ganze Weile. Bei dieser Passage. Gut, dann wollen wir doch mal das da reinwerfen. Ja, am besten so, dass ich auch... Ah, okay. Alles klar. Am besten so, dass ich auch treffe, wollte ich eigentlich gerade noch gesagt haben. No Paramite. Kein Arbeit und Breit. Ding, dong, dong. Aber generell habe ich ja schon erwähnt, dass mir die Räume der Paramites etwas komplizierter vorkommen als die der Scraps. Da kamen schon wieder Fledermäuse raus. Stell dir mal, man würde dadurch drauf gehen. Das wäre voll gemein. Aber hätte Stil. So. Weiter geht's. 4 Räume sind noch offen. Gucken wir mal, wie wir das schon schaffen. Vielleicht schaffen wir ja alle heute noch, ne? Wobei, wenn sie sich so kompliziert halten wie die bisherigen, dann wahrscheinlich eher weniger. Was ist das hier? Ach, guck mal. Na, ob ich da einen Paramite hinlocken muss? Ich glaube, das ist sogar der Raum. Ja, das ist der Raum, der so mega gelaggt hat damals. Ich mag die ganzen Hintergrund-Paramites. Hey, Kleiner. Tut mir leid, Junge. Oh. Das war nicht ich schuld. Das hat er selbst zu verantworten. Das war er selbst. So, sind hier noch mehr von euch? Bestimmt, oder? Ah ja, ich erinnere mich. Das war genau jetzt. Oh Gott, wie viele seid ihr? Wow! Okay, sie haben die Rache des Ape zu spüren bekommen, aber trotzdem. Wow, krass. Das war technisch gar nicht möglich, ich glaube, so viele Paramites auf einen Haufen zu setzen. Ich glaube, ich habe es gerade verkackt, oder? Ja. Wow. Schnell, 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 schnell. Was ist du? Ach so, drüber springen. Wie wär's mal damit? Wie wär's mal damit, Chris? Ach, der eine ist aber echt schnell. Die Frage ist, was ist jetzt gerade passiert? Oh, das war nicht gut, oder? Mann, Ape! Du sollst dich nicht daran hochziehen. Du sollst einfach weiterrennen. Das ist so meine Intention dabei irgendwie. Ja, genau so. Perfekt. Wow! Okay, ist er als einziger übrig geblieben? Scheinbar, denn er ist gerade ziemlich aggressiv. Und er geht weg. Hat sich selbst. Boah, man hört es nur rumsen und weiß gar nicht so genau, was gerade passiert ist. Scheinen aber alle weg zu sein. Ja, einer ist noch da. Aber auch nur einer. So, kleiner Paramite, tut mir leid, aber du musst jetzt leider wieder selbst in die Luft sprengen, wollte ich gerade gesagt haben. Oh, das war schon wieder ganz schön eng. So, mein Freund. Warte mal hier. So. Das Ganze etwas einfacher gemacht. Okay, jetzt brauche ich aber trotzdem noch die Melodie. Kann ich da unten rein? Nein. Nubbly nope nope nope. So, da setze ich die Melodie ein. Quasi. Ah, genau, hier geht's auch noch weiter. Hier geht's auch noch weiter. Und da ist noch ein Paramite. Weißt du was, die nehme ich einfach mal mit. Gehst du da bitte runter? Dankeschön. So. Tut mir ein bisschen leid, diese armen Kreaturen. Ich meine, ich retten, möchte sie ja retten, ne? Aber sie machen es mir nicht gerade einfach, indem sie mich töten, während sie den Versuch behindern, mich dabei zu lassen, sie zu retten. Das war ein ganz komischer Satz gerade. Da kommen bestimmt noch welche runter jetzt, oder? Nee. Na gut, dann nicht. So. Sehr schön. Brr, hätten wir das auch geschafft?
Jo. Sehr schön. Einmal bitte die Glöckchen bimmeln. Sehr schön. Bald geht's zurück. Aber noch müssen wir einige Fackeln anzünden. So. Ein paar kleine Schwierigkeiten, aber hat doch im Endeffekt ganz gut funktioniert. Muss man mal so erwähnen. Blom, blom, blom. Auch alles noch in der richtigen Reihenfolge. Nicht, dass es in irgendeiner Form wichtig wäre. Außer um meine Zwangsneurosen zu befriedigen. Eine große Ansicht hier gerade. Da sind direkt die Glocken. Man kann übrigens auch so in die Glocken reinschanten. Allerdings bringt das halt nichts. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die Melodie einfach selbstständig eingeben würde quasi. Ich glaube gar nichts. Tatsächlich. Ja, das war abzusehen, dass das passiert. Dumme Fledermaus. Komm ab. Oh, das Timing ist gerade richtig schlimm. Immer wenn ich springen könnte, ist gerade die Fledermaus. Also, das Timing verändert sich ein bisschen. Jetzt kann ich springen. Nein! Ich wollte mich ducken. Was macht Ape? Er klettert runter. So, ich versuch's mal. Nein. Ich versuch's mal jetzt direkt auf Anhieb. Okay, das geht auch. Sehr gut. Sehr gut. Plopp. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss hier einen Paramite reinjagen. Vielleicht ist hier gerade kein Paramite. Vielleicht war es auch nur eine Falle, um mich zu irritieren. Ah, der Raum. Da hinten wartet ein Slog auf uns gleich. Bom. So, die muss ich erstmal deaktivieren. Geh auf 1, 2, 3, 4. Das Timing ist echt so strikt. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Geht doch. So, da ist ein Slog. Geht mäßig noch. Oh Gott. Haha. Hey, der fällt wahrscheinlich in die Mine rein, wenn er nicht einfach generell runterfällt. So ganz stumpf. Bum, bim. Eigentlich hält er die Hand gar nicht wirklich drauf, oder? Also nicht so ganz gerade jedenfalls. Das kann man noch ordentlicher machen, Ape. Bom. Nix weiter hier. Nicht weiter. Den muss ich eigentlich gar nicht ausmachen. Nope. So. Ja, der Slog ist in Flammen aufgegangen. Schön. So. Und wieder zurück. Nein! Ich hasse es, wenn das passiert. Deswegen ducke ich mich normalerweise auch mit einer Taste. Aber manchmal ist es so einfach angenehmer. So. Sehr gut. Oh, ich habe noch einen Vogel. Und da werde ich wieder ein bisschen aufgeladen. Schön. Ich habe noch einen Vogel. Ist auch ein interessanter Satz, nicht wahr? Ich habe einen Vogel, ja, aber so richtig. Not a clue. Keine Ahnung, Mann. Bam. Und hinein geht es. Schön. Das hat doch etwas problemloser jetzt funktioniert. Womit wir nur noch zwei Fackeln haben, die es anzuzünden gilt. Also hinein. Vielleicht schaffen wir es wirklich noch in den Part. Dann können wir ja in der nächsten Folge quasi unseren Ausflug in die Natur abschließen. Denn wir haben natürlich noch ein bisschen was zu erledigen, Leute. Oh ja. So, da ist schon mal wieder ein Paramite. Da ist ein Paramite. Da hinten seilen sich wieder welche ab. Ah, okay, ja. Das war, glaube ich, auch gar nicht so leicht. Oder ist ein Param. Ja, gut. Achso, ja. In der Tat gut. Arme Paramites. Die sind da teilweise noch zappeln. Weil ihre Models nicht richtig auf dem Boden liegen können. Oder lebt er noch? Nee, okay. Jetzt ist er. Geschichte. So, ich wollte eigentlich hier was einsammeln. Was habe ich denn da? Fleisch? Ja, Fleisch. Fleisch! Yam, yam, yam. Ist hier doch der Geheimgang? Ja, tatsächlich. Cool. So. Jetzt der Block. Was müssen wir da noch so Schönes tun? Um unsere Kollegen zu retten. Oh, was für ein schöner Hintergrund. Wunderbar lila. Ich könnte natürlich jetzt einfach
verchanten. Autsch. Wieder einer einfach weiter rennt. Okay. So. Herausforderung angenommen. So, was bringt das? Macht wahrscheinlich den Strom aus. Batsch. Na, okay, alles klar. Ja, ich hab's verstanden. Schon gut. So, machen wir das Ganze ein weiteres Mal. So. Einmal bitte dahin. Frage ist, gehen jetzt wirklich ab. Oh! Ich sollte vielleicht auch den Strom deaktivieren. Ich hätte mal kurz Abe opfern. Ich muss mal ungefähr zählen, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Okay. Okay, vielleicht sollte ich auch einfach die Paramites killen. Wäre vielleicht am einfachsten. Ey, Kumpel, du hast da Fleisch liegen. Lass mich doch in Ruhe. Das ist doch viel saftiger als ich. Mist, da muss man sich echt beeilen. So. Da muss ich, glaube ich, schon ein bisschen... Also, ich mache das ja jetzt die ganze Zeit. Ich bewege mich schon, bevor das Ding wieder hochgeht. Vielleicht ein bisschen länger warten. Irgendwie habe ich das Timing nicht so ganz raus. Nein! Ah, oh, zu weit gerollt. Zu weit gerollt, Leute. Zu weit gerollt. Mano, lässt du mich mal? Blöd, Mann. Hey, da oben hängt ein Stück Fleisch in der Luft. Habt ihr das gesehen? Heftig. Not easy. Also, niemand behauptet, dass es einfach wird. Oh, natürlich bin ich da nicht sicher. Natürlich, boah, ich muss da ganz schnell durch. Also durch beide. Eieieiei. No mercy. Natürlich kommt da einer durch. Hey, das ist aber unfair. Ich muss mich doch darauf verlassen können, dass die da eben nicht durch können. Ach Gott. Ja, jetzt habe ich natürlich hier einen Checkpoint gemacht. Okay, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr alle Räume in diesem Part. So, Strom ist aus. Ich frage mich gerade, ob ich die... Ich probiere mal was. So, passt doof. So, geht da hin. Hey, cool, es hat funktioniert. Sehr, sehr schön. Liegt das Stück Fleisch natürlich da rum. Aber ich nehme einfach ein neues. Oho. Ich nehme einfach ein neues. So, und jetzt sehe ich auch definitiv, dass alle gerettet werden. Wow. Schön. So, alle weg. Mudo Konga. Rette 9 Mudo kurz gleichzeitig. Danke. Ah, ich schaff das schon. Manchmal wird aber auch nur so Apes Unterhose irgendwie berührt, woraufhin er selber in tausend Fetzen zerfetzt. Oh, das ist eine gute Position. Nein. Zu weit. Puh, okay. Ah, danke. Und in die Freiheit. Ja, es hat ein bisschen gedauert, das war ein bisschen komplizierter, aber sehr, sehr cooler Geheimgang. Auch wenn das Steak da irgendwie erst in der Luft war und jetzt hängt es da unten fest in einer Position, in der es eigentlich physikalisch gar nicht liegen könnte. Aber tun wir einfach mal so, als hätten wir es nicht gesehen. So, willkommen zurück, Abe.
Gut, was kann ich jetzt hier machen? Nur das Ding da nochmal aktivieren und mir ein bisschen Fleisch mitnehmen. Ich glaube, ich muss eh erst unten lang. Ja, ich muss das da hinten hinwerfen. Das ist natürlich das Ungünstige, was hätte passieren können. Jetzt habe ich keinen von beiden getroffen. Badam, holen wir uns das nochmal. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht beide mit. Ja, doch, natürlich kommen sie jetzt beide mit. Ah, ich wollte doch nicht saven. Das habe ich gespeichert. Wo seid ihr? Da hinten. Klappt das? Nope. Okay, wir hoffen, dass sie da einfach rein geraten. Nope. Okay, ich habe zu weit geworfen. So, das sollte leider auch nicht perfekt sein. Wobei, nein, oh Gott, ganz knapp. Aber gerade so nicht. Ein bisschen weiter nach hinten, so. Müsste jetzt aber perfekt. Bom. Sehr gut. Ja, definitiv. Die Pyramids haben wesentlich kompliziertere Rätsel in ihrem Nest. So, den Raum machen wir aber natürlich noch zu Ende, auf jeden Fall. Gehst du allein da weg? Ich habe das Gefühl, da unten ist tatsächlich sogar noch etwas. Ich meine, ich habe ja jetzt alles, oder? Nee, ich habe die Fackel noch nicht. Die Fackel habe ich, glaube ich, noch gar nicht aktiviert. Also, oh, super. Kann ich einfach durch? Ohne, dass die Dinger mir wehtun? Ja, darunter komme ich jetzt natürlich nicht. Da, bitteschön. Kann ich das eigentlich auch wieder wegnehmen? Ich will es gar nicht probieren. Ich glaube, früher ging das tatsächlich sogar. Hey, da sind Vögelchen. Ich bin zwar voll, aber ich chante sie trotzdem mal in mich ein. Blom, blom, blom. Kann ich darauf? Nope. Aber da ist noch mehr Fleisch. Noch ein bisschen Fleisch für Abe. Kann ich da rein? Das sieht auch irgendwie... Nee. Springt dann da. Springt da hoch. Oh Gott. Ich glaube, da war eigentlich erwartet, dass ich das gegen die Honigwabe, gegen den Rubinkorb werfe, sodass der runterfällt, wenn ich mich recht entsinne. Da stehst du natürlich ein bisschen ungünstig hier, Kollege, aber das können wir leicht beheben. Bitteschön. So. Gut, dann hätten wir den Raum geschafft. Ich glaube, den fand ich immer am schwersten damals, den Raum hier. Sehr, sehr gut. Können wir uns im nächsten Part um die letzte Fackel kümmern. Und Paramonia dann auch schon wieder verlassen, Leute. Bo. Bimmel, 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 gong, gong. Das war ungefähr in Worten ausgedrückt, was die Glocke für Geräusche von sich gibt. So. Auf Wiedersehen. Eine Tür noch. Gut, Leute, aber wie gesagt, die werden wir uns erst beim nächsten Mal angucken. Wir können nochmal eben schauen, um was es da ging. So, ja, 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 ganz toll. Ganz viele Paramites. Okay, das klingt gut. Denn die will man Paramonia auch sehen. Das war's für heute, Leute, mit Oddworld New and Tasty. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.